Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Software Inc. hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr den Weg hergefunden habt. So, gucken wir mal schnell. Ich lasse jetzt mal heute die nächsten zwei Tage, lasse ich unser Team hier jetzt mal arbeiten. Was haben wir hier? Soziales Umfeld ist immer noch ein Problem hier. Ja, wir haben keinen richtigen Aufenthaltskochbereich und so weiter. Dem geht es hier auch nicht so besonders. Der fühlt sich sozial abgehängt quasi. Können wir da irgendwas tun dafür? Breakroom. Können wir hier vielleicht. Ah, hier können wir sowas bauen. Dann haben wir hier so. Da treffen sie sich zum Tratschen. So. Sonst noch irgendwas machen? Nee, ne? Genau, und dann werden die hier gucken. Mal gucken. Ja, wie gesagt, wir schicken gerade beide Teams drauf, damit unsere Bürosoftware weiterentwickelt wird. Allerdings, mal ganz ehrlich, diese Bürosoftware wird einen unfassbaren teuren Wert haben. Für uns zumindest jetzt in der Entwicklung sowieso. So, jetzt sind wieder ein paar schöne Sachen dabei. Da schicke ich das Core-Team wieder drauf. Die sollen da erstmal loswurschteln. Es ist natürlich jetzt die Frage, macht das Sinn, am Anfang, gerade wenn man eh schon noch zu schwach aufgestellt ist, seine Teams zu teilen? Das ist so eine Sache. Im Übrigen, wie ist unser Server ausgelastet? 0,3%. Na, also da ist gerade echt gar nichts. Wobei, Software nehmen? Ach so, das ist ja noch in der Entwicklung. Da, wo, ja, okay. Das ist ja jetzt quasi noch im Design. Wir haben ja keine wirklichen Designer. Dann pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir Mitarbeiter einstellen. Arbeit. Designer. 2D. Ja, ist eigentlich egal. Niedriges Gehalt. Mitarbeiter suchen. Und da würde der Norris würde bei uns ganz gut reinpassen. Ah, jetzt habe ich ihm Core-Team zugewiesen. Ah, das war nix. Pass auf, Norris. Du bist jetzt nicht... Du wechselst mal das Team gerade. Du gehst mal zur D1 rüber. So, Outstanding. Gut. Dann das Core-Team kriegt wieder ein Embedded-System in die Hand. So, aber jetzt können die nämlich, haben die nämlich auch mal einen richtigen Designer an der Hand. Der kommt morgen erst. Also der kommt erst zum morgigen Tage. Und mal gucken, ob das dann hier schneller geht, damit wir die Qualität auch gut hinbekommen. Wenn also ein richtig guter Designer arbeitet. Später trennen wir die Teams natürlich komplett auf. Ne? Dann gibt es manche Teams, die machen gar nichts. So, dann gucken wir einfach mal. Wir sind hier auch schon viel zu weit. So, aus das Ding. Auch outstanding. Auch wieder hier 18.000 für ein Embedded System. Geil. So, und die warten natürlich jetzt, bis das System voll fortgeschritten ist. Und das dauert halt echt ewig, ne? Ich meine, wir können das jetzt theoretisch so mit der schlechten Qualität auch entwickeln. Das ging ja schon auch. So, da gucken wir mal. Das ist ein größeres Projekt, was wir hier treiben. 3,6 braucht das in der Alpha-Phase an Code. Ja, okay. Ja, jetzt bräuchte man theoretisch, eigentlich müsste man jetzt hergehen und sagen, wir haben jetzt hier ein relativ großes Team. Teams wählen. Wir haben jetzt zum Beispiel den Dante. Dante ist aber in der Basisfähigkeit-Code nicht so gut. Den könnte man jetzt theoretisch einmal, Dante könnte man jetzt eigentlich mal auf eine Schulung schicken. Und zwar als Programmierer. Spezialisierung, sagen wir ihm mal, was ist das Schlechteste bei ihm? Netzwerk. Und schicken wir ihn jetzt mal für einen Monat auf einen Kurs. Ja, dann soll er mal ein bisschen lernen. Später machen wir nur noch 3 Monate. Und dann gibt es auch später noch ganz andere Möglichkeiten. Wir holen uns eine Reinigungskraft. So, mal durchschrubben. Ah, ja, da geht schon. So, Dante ist jetzt weg, oder? Im Unterricht, genau. Dante lernt jetzt gerade. Das wird jetzt uns später auch zugutekommen. Und dann könnten wir jetzt eigentlich theoretisch sagen, Norris ist ja eigentlich ein Designer. Dann machen wir bei dir, dich schicken wir auch mal auf eine Schulung, aber da gleich länger, 3 Monate gleich. Und zwar bei Programmierer, er ist ja ein Programmierer. Und dann sagen wir ihm, programmier bitte System. So, und dann sagen wir jetzt mal Folgendes, pass auf, ihr da, ihr seid, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, Arbeitsfeld. Ihr seid
nicht jedes Arbeitsfeld. Ihr seid Programmierer. Und du bist ein reiner Designer. Das mache ich jetzt am besten gleich schon fertig. Weil dann haben die das nämlich schon mal klar. Wir machen alles. Weil die machen zum Beispiel, die sind keine Künstler und die sind keine Vermarkter. Eigentlich, ne? Von der Grundqualifikation her. Weil jetzt sitzen die natürlich alle rum, ne? Bis auf der eine, weil die das ja nicht machen dürfen, ne? Bringt das dann jetzt auch wenigstens was? Ja, okay, das ist eigentlich unsinnig, ne? Ja, pass auf, dann machen wir jetzt folgendes, dann ändern wir das nochmal ab. Jedes Arbeitsfeld. So, jetzt dürfen sie alle mitschrubben. So, hier haben wir noch einen Tag verbleibend. Okay, pass auf, dann müssen wir hier zuweisen, D1-Team. Damit hauen wir jetzt richtig in die Tasten und machen da mal kurz einen Break rein. Weil wir müssen, wir haben nur noch einen Tag, um das fertigzustellen. Wir müssen gerade mit dem ganzen Team arbeiten. 5, 6 vorantreiben. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch morgen die ganzen Bugs raushauen. Okay. Wir haben jetzt eine Gehaltsanfrage. Alle wollen ein bisschen mehr. Natürlich, ihr kriegt auch ein bisschen mehr. Ich gebe euch auch Geld. Kein Problem. So, raus damit. Dann verdienen wir da Geld. So, und jetzt haben wir natürlich unser Core-Team, das wieder rumsitzt. Wir machen nochmal ein reines Embedded-System hier bei dem Core-Team. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz die Softwareübersicht. Das ist ein wichtiges Tool für uns, denn wir produzieren ja jetzt gerade eine Bürosoftware. Gucken wir mal schnell. 2D-Editor, Audio-Editor, ist alles ganz nett. Eine CMS. Bürosoftware. Jetzt gibt es hier, wenn ich jetzt mal gucke, Bürosoftware, die letzte, die so rauskam, ist ein Mai 80 rausgekommen. Das ist dieses Jahr gewesen. Die ist großartig gewesen, hat aber kaum Nutzer. Die davor rauskam, war nur gut. Ist auch günstiger. Hat natürlich einen 10 Millionen Profit der Firma, die sie produziert hat, reingebracht. Also wir sollten auf jeden Fall zumindest gut werden. Gut wäre gut, ja. Mittelmäßig ist nicht so besonders, aber gut wäre halt toll, ne. Unser Designer wird später natürlich dann nichts mehr arbeiten können, ne. Wir müssen dann später wirklich gucken, dass wir dann vielleicht ein Büro zum Designbüro ernennen. Wo dann halt oder ein neues Büro hier aufbauen, wo dann halt unsere Designer drin sitzen. So, wir machen das mal weiter. Okay, also es ist jetzt schon gut, ne? Wenn wir das jetzt weiter vorantreiben, dann wäre das natürlich noch besser. Wir machen das jetzt aber erstmal folgendermaßen. Ich will jetzt mal ganz kurz die Raumfarbe ändern. Und zwar, was, wenn ich das jetzt ändere, ist das Außen, ne? Außenansicht, okay? Da müssen wir mal ganz kurz den, machen wir mal so. So schaut das gar nicht so schlecht aus. Okay, pass auf. Dann ändern wir jetzt mal die Raumfarbe. Die Innenansicht bleibt, so ein Farbenton werden, ja, vielleicht. Der Fußboden. Den machen wir mal so vielleicht so heller. Ja, warum nicht? So, Raummuster. Außen machen wir so Backstein. Innen machen wir so Tech. Und der Fußboden wird so ein Farbton. Und dann sagen wir das. Stil speichern. Der Zwergboden. So, das ist der Zwergboden. So. Stil anwenden. Zwergboden. So. Stil anwenden. Zwergboden. So, jetzt sind diese Räume alle halbwegs gleich. Unsere Bude schaut dann nicht mehr so ganz so schäbig aus. Ja. Das kann ich mir jetzt auch tatsächlich ganz gut vorstellen, so. Können wir mal von außen gucken. Jawohl. Da sitzen sie, unsere Schergen, und drucken. Drucken nicht so, sie drücken eher. Ja, das ist ganz cool. Okay. Wie schaut es jetzt hier aus? 17 Fehler behoben, raus das Ding, was weggeht. So, wir kriegen jetzt mittlerweile richtig gute Aufträge auch an, die auch teilweise mit Drittanbieter-Integrierung und solchen Geschichten. Da haben wir 2 Monate für Zeit. Ich lasse das mal, dass wir das Core-Team mal übernehmen. Es kann aber sein, dass wir da Probleme kriegen werden.
So, die sozialen Bedürfnisse sind ein Problem. Der wünschte sich, dass noch jemand anders mit ihm an den Getränkeautomaten geht. Geht aber gerade keiner. Ich weiß mal kurz das D1-Team damit zu, damit das einfach schneller geht. So. Mit System tun die sich einfach unsagbar schwer. So. Ich brauche eigentlich, theoretisch bräuchte ich jetzt einen Künstler, einen weiteren. Wie viel Geld haben wir? 61.000. Das ist schon nicht schlecht. Und dann könnten wir diesen Zwischenraum aufmachen. Also die Tür raus, den Raum aufmachen. Und könnten hier drüben nochmal einen zweiten Bürokomplex aufbauen. Wir brauchen den Platz ja jetzt gerade eh nicht. Wir haben ja keine Fahrzeuge oder sowas, die hier gerade rumparken müssten. Unser Team kommt ja quasi überwiegend von dem Bus. Ja, mit dem Bus kommen die alle. So, liegt das auf dem Server 0? Ja, ne? Was sagt unser Server dazu? Ja, 4, irgendwas. Das ist halt überhaupt nicht ausgelastetes Teil, ne? Ja, die hauen alle in die Tasten gerade, um das Ding fertig zu kriegen. Wir haben noch 6 Tage dafür. Das ist nicht wenig, aber auch nicht viel. Ja, das ist super hier. Alles toppi. Wir müssten mal wieder jemanden auf Ausbildung schicken, oder? Millard mal. Millard könnte mein Netzwerk ausbilden. Die Namen von euch kommen. Ich warte noch auf den Beitrag, wer da sich alles drauf äußert. 6 Monate vielleicht nicht, aber 3 wären ganz cool. Na, also ich will da von euch erstmal noch ein bisschen sammeln. Und dann gehe ich die Liste aber auch rauf und runter durch. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr da nicht rankommt. Glaubt mir, später hast du so viele Leute, da hast du immer irgendjemanden drin. Na, also braucht ihr euch gar keinen Kopf machen. So. Jetzt werde ich das Core-Team lassen, aber die 1 mache ich raus und die 1 macht hier weiter. Die dürfen an der Bürosoftware weiter wurschteln. Und wir lassen das die nächsten 4 Tage einfach Fehler beheben, damit es halt so gut es geht halt besser wird. Weil mit einem Support-Team brauchst du nur ein relativ kleines. Ihr seht schon, das geht ganz flotti karotti und der Rest dürft hier weiterarbeiten. Und jetzt haben wir natürlich auch immer mehr Mitarbeiter, die halt tatsächlich einfach nicht da sind. Wir haben jetzt aktuell 2 vom D1. Also die Hälfte unseres D1-Teams ist gerade im Urlaub. Das ist natürlich schon ordentlich, ne? Das ist eine Hausnummer. So, die gut ist immer noch nicht perfekt, ne? Also gut ist schon nicht schlecht, aber die Hälfte von unserem System im Design fehlt halt einfach. Fehlt unser Designer gerade? Auch unser Designer ist krank. Der Norris. Mist. Norris wird auch mal so ein Kandidat. Der wird irgendwann mal Leader von dem ganzen Kunstteam vielleicht. Den bildet man dann bis zum bitteren Ende aus. Und dann wird er der Anführer von den Künstlern. Aber 3 Tage noch für das Chicken. So, jetzt haben wir auch ganz schön Geld. Jetzt mal blöd gefragt. Wir zahlen noch Geld hier, ne? Kredit zahlen wir noch. Rechnungen zahlen wir, das ist klar. Boni haben wir keine. Bildung kostet uns natürlich Geld. Personal kostet uns Geld, okay. Wir hauen uns raus. 50.000. Wir machen gleich hier die nächste Logistikanwendung statt, klar. Da sieht man schon, wie klein die sind im Verhältnis zu dem, was wir da gerade entwickeln. Aber das wird ein 10er. Weißt du, das verdienst du recht schnell. Und da können wir im Prinzip 3 im Monat machen. Vielleicht 4. Wenn wir theoretisch das große Team mit reinstecken würden, könnte man sogar noch mehr machen. So, raus damit. Ah, Hauptsache fort. Nochmal ein Embedded System. Haben wir auch durch. Carpet. Ah, jetzt treffen sie sich mal auf den Schnack. Wunderhübsch. Kommt eigentlich irgendwann mal irgendjemand wieder? Na gut. Also es geht hier, ihr seht schon am Anfang, muss man natürlich ein bisschen kämpfen, bis man vorankommt. Das wird später nicht anders. Allerdings muss man dann eher mit der KI gegen die KI kämpfen.
Unser Firmenansehen entwickelt sich gerade hervorragend. Das finde ich ganz großartig. Machen wir mal schnell ein Embedded durch. So, Tag 4 von 4. Da schließen wir das eine aber auf jeden Fall ab. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist Februar 81 mittlerweile. Die Zeit rennt. Gucken wir gerade. So 16 Uhr rum. Ah, hau mal raus. So, gleich wieder was verdient. Zack, der Wohner ist rum. Wie schaut es da jetzt aus? Wir verdienen immer noch nicht genug, dass wir uns komplett halten können. Aber wir könnten mal Folgendes machen für unsere Leute. Holen wir mal eine Reinigungskraft ran. Mittlerweile Qualität hervorragend. Wir sind hier oben fast durch. Aber jetzt holen wir mal für unsere Jungs hier nochmal eine Logistikanwendung oder sowas. Damit die halt damit die sich nicht langweilen. So, jetzt ist es soweit. Wir entwickeln. Und jetzt geht das ganze Z-Büro 1 geht an die erste Arbeit. Wir könnten Werbung machen. Ja, wir könnten ein Erscheindatum und so weiter, könnten wir alles festlegen. Machen wir aber nicht. Denn hier muss natürlich jetzt einiges erstmal rein. Hier bräuchten wir auch einen Künstler theoretisch noch. Und da wäre halt die Überlegung, was macht man da? Aber wie gesagt, wir könnten Review machen und das outsourcen. Oder wir lassen es im eigenen Team mal verarbeiten. Vom Core-Team, also von dem Team, das nicht daran arbeitet. Da machen wir jetzt mal ein Review. Das machen die so nebenbei. Schauen die sich mal drüber und sagen, ey, ja, jetzt nicht so geil eigentlich. Oder so, oder boah, super, du hast 3 Zeilen Code geschrieben. Das Ding muss, das wird grandios. So, die bewerten jetzt jeden Teilbereich. Und wenn das fertig ist, schauen wir uns mal an, was ein anderes Team davon hält. Haben wir das jetzt eigentlich auf dem Server? Machen wir auf dem Server. Da ist, ja genau, da wird schon ordentlich Platz gebraucht. 7 Megabits brauchen wir dafür. Das ist nicht wenig. So, beenden. Wow, die finden das richtig schlecht. Die finden das echt schlecht, also das ist alles Blödsinn. Das ist total schrecklich. Okay. Wir haben aber überbearbeitet. So, raus damit, damit Geld reinkommt. Spielevorlage ja nochmal ein Embedded hinterher. Wie gesagt, das ist halt jetzt ein winziges Team letzten Endes, ne? Ein winziges Team, das hier eine Bürosoftware erstellt, die wir vielleicht nicht vertreiben können, vielleicht aber auch gut vertreiben können. Wer weiß es noch nicht. Wir gucken einfach mal. Es kann natürlich auch sein, dass das ganze Ding super gut funktioniert. Es wird schön, es wird gut gekauft oder es wird ja gar nicht gekauft, ne? Dafür ist es eine Hausproduktion. Wir werden auch mal gucken, ob wir das drucken lassen oder ob wir das vielleicht über unseren Server vertreiben. Ja, so sagen, hier kannst du bei uns auf der Website kaufen. Ja, 1981 vielleicht noch nicht so, aber ne. Und dann bieten wir das als digitale Vermarktung an. Könnten wir machen, machen wir aber nicht mehr heute, meine Lieben. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, sag ich danke fürs Zugucken, habt eine tolle Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg, auf Zwergtube, ciao.